So, ich hoffe, dass mich auch die Aufnahme hört. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Kamera fehlt. Zu einer neuen Folge Quest to Master aus dem Livestream. Oh, und ich habe falsche Farben. Das ist suboptimal. Können wir mal schnell ändern, glaube ich. Genau. So. Zack. Währenddessen wird sich im Chat noch über andere Streamer unterhalten. Da kann ich nicht so viel mitreden. So. Ja, mit dem Community Game müssen wir heute mal gucken. Letzte Woche war das Interesse nicht groß genug, muss man leider sagen. Das Brainer Party halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil da brauchen wir zumindest mal so 6 Leute oder so. Oh. Gut, dann müssen wir mal Pool First spielen heute. Er ist auch immer noch hier, das heißt, wir nehmen auf jeden Fall das Ding hier. Da rein. Sollten dann aber auch gleich dringend nicht unser Gas, unser Dingens vergessen. Unseren Overlord, weil den brauchen wir diesmal. Und zwar dringendst. Denn unsere Echse kommt ja später. Ich mag sowas im Aufwärmmatch immer gar nicht. Aufwärmmatch muss eigentlich alles so laufen, wie man das sich wünscht. Sonst ist das immer ein bisschen schade. Ah, wir nehmen mal noch ein Link-Paar. Das ist mir sonst zu blöd. Ist gecancelt. Müssen wir mal schnell gucken, ob er hier. Ja, das sieht sehr nach einem Cannon Rush oder sowas aus, als Follow-up. Da kommen schon Selle tatsächlich. Interesting. Nein! Ja, sehr interessant, was es hier so gibt. Jetzt kann ich keinen Speed nehmen. Das ist sehr unschön. Ist das denn hier? Komischer Bild. Jetzt im Normalfall eigentlich ganz gerne meine ja quasi dritte nehmen. Ja, das ist doch nett. Das sind ganz schön viele Gates. Und nicht mal den haben sie besiegt. Ah, ist schon ein bisschen schwach. Muss ich so zugeben. Wann ist denn endlich Linkspeed durch? So, nein, bitte einmal außenrum, damit wir nicht durch 80 von diesen Dingern müssen. Das waren sehr viele Gates. Jetzt kannst du gerne wieder kommen. Hallo. Bitte finishen. Dankeschön. Ja, und wir pumpen Dinge. Und versuchen dann zu Baiting-Busten, ne?
könnte mir sehr gut vorstellen, dass das alles One-Base ist. Oder zumindest ohne Eco hinterher. Ich hoffe das so ein bisschen auch, muss ich sagen. Ich hasse diese... Ich muss diese Map wehtun. Ich kann mit diesen Geschwindigkeitsblockern überhaupt nicht klarkommen, muss ich ganz klar sagen. Die sind so nervig. Kann ich überhaupt nicht ab, die Dinger. So, was haben wir denn hier so? Stalkers. So, wir pumpen mal eine Drohnenladung hinterher. So, Overlords kommen, neue. Den würde ich ganz gerne hier kriegen. Aber das erstmal heißt nur noch Linge, nur noch Zealots für ihn. Ich hab doch hier irgendwo eine Queen, ne? Genau. So. So, ein bisschen Overlords. Oracle oder zwei. Double Oracle Follow-up. Also das war irgendwie ganz komisch, was der so geschrieben hat. So. Gucken das nochmal einmal nach. Also das war schon mal ganz komisch. Wollt ihr mit dem Kenra starten? Nee. Aber dass ich da eine Base habe, war ihm doch wohl hoffentlich bewusst, oder? Ja, muss ihm ja eigentlich bewusst sein. Und hier nur irgendwie dazwischen gehen, glaube ich. Aber wir sehen, dass hier ja ganz lange One Base. Und jetzt kam erst die Echse. Hat dann hier wieder seine gesamte Armee verloren. Und wir haben hier gleich halt den Chor rausnehmen können. Er hat leider vorher noch die Stargates durchgekriegt. Meine Hoffnung war, dass er gar keinen Tank mehr hat, aber er konnte dann zumindest ein Stargate noch früh genug bauen. Immerhin nur eins. Ja. Und dann ja, doch die bessere Eco, obwohl wir so viele Dinge hatten immer. Ja. So. Komisches Spiel, gerade zum Beginn. So, wir wehtun natürlich mal jetzt direkt die Map. Das hatten wir ja schon öfter, dass mir das überhaupt nicht gefällt. Die ist das da. Pff, Geschwindigkeitsblocker. Was heißt geschrieben oder gespielt? Eigentlich dürfte es kein Anzeigeproblem geben. Eigentlich müsste alles durchkommen normal. Ich habe auch gerade noch extra geguckt. Selbst der Sound dürfte eigentlich kommen bei Subs und so. Von daher, ja, dürfte eigentlich alles funktionieren. Ob es jetzt der richtige Sound ist, habe ich nicht getestet, aber dass ein Sound durchkommen sollte, so gewesen sein. Achso, ich wollte auch nochmal einmal ganz kurz, auch wenn das jetzt gerade natürlich schon mitten drin ist, einmal hier, ach, ich hasse, dass das in Windows 10 auch alles in 50 verschiedenen Menüs ist. Einmal gucken, wie stark mein Mikrofon eingestellt ist. Dort, Pegel 91, ich stelle das mal hoch auf 95.
Dann bin ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen lauter zu hören. Ich hoffe, ich übersteuere trotzdem nicht, aber ich hatte heute schon eine Aufnahme, da war ich unglaublich leise. Jetzt habe ich mich mal ein bisschen lauter gestellt. So, ja, ich habe ja... Manchmal mache ich auch was zwischen den Streams. Ich vergesse das ja häufig. Aber diesmal habe ich es gemacht. Ist aber nicht reingekommen. Wir können ja gleich mal ein bisschen investigieren. Ich will natürlich parallel auch gut spielen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Müssen wir gleich nochmal gucken. Ja, ich kann jetzt gerade... Ich muss erst spielen. Müssen ja hier eben gucken. Was war denn mein Gegner überhaupt? Protoss. Ach ja, sogar einen Master Protoss, ne? Finde ich nicht so geil. Vielen Dank für den Sub auf jeden Fall, Alpha... Tefk. Oder so. Hast du den denn wirklich gerade gemacht, den Sub? Und dann wäre das doch komisch, wenn das nicht durchgekommen wäre. Zumal der mir hier auch nicht angezeigt wird. Du wirst als Sub angezeigt, ja, aber hier irgendwie nicht. Und auch nicht in den letzten Dingens hier bei Tippi allgemein, Tippi Stream. Tja, wie gesagt, da muss ich gleich nochmal ein bisschen näher schauen. Gerade immer ein bisschen schwer. So... Einmal, ob wir gecanrushed werden. Ja, wir haben noch nichts vom Gegner gesehen. Eigentlich ist deshalb sogar eher unwahrscheinlich. Nach dem Spiel gerade eben gehe ich lieber auf Nummer sicher. So. TP-Stream trackt schon, also ich weiß nicht, schon immer, aber seit ich die nutze, tracken die alles. Sonst würdest du ja den Follow-Alert nicht angezeigt bekommen. Also niemals. Und also auch Sub-Sound und so was. Läuft alles über Tippi. Alles über Tippi. Mein Pool ist noch nicht durch. Da ist die gegnerische Scouting-Probe. Hat mich jetzt echt die Nerven? Hallo Overlord, wann spawnst du denn mal? Ja, es gibt doch andere Programme, die das gut machen können. Streamlabs kann das genauso gut. Soweit ich weiß. Aber die haben höhere Gebühren. Oder zumindest hatten sie das, als ich mich damit näher beschäftigt habe. Es kann sein, dass sich das auch inzwischen geändert hat. Aber Gebühren sind doof. Weil das ist sowohl für diejenigen, die Subs oder... Also gut, bei Subs ist es eh irrelevant. Oh. Hier ist ja überhaupt nichts. Problem. Warum ist hier keine Echse? Panik. Eine Goldbase auf der Map. Oh, Dark Shrine Rush. Oder möglicherweise auch Arcan Push. Gucken, ob wir schnell noch irgendeinen Pylon finden vom Gegner. Hat sich meine Main eigentlich komplett abgesucht? Oh, hier ist keiner. Also irgendwo gibt es jetzt gleich einen ganz bösen Push. Da war das War Prison. Nein, Queen! Ach, schade. Das hätten wir kriegen können. Nicht
hier hin. Lass das mal lieber. Fokus! Oh! Ich sollte Rotos kommen. Das ist traurig. Das hätte ich nicht verlieren müssen. Ich hätte früher die Roaches bauen müssen. Und ich war hier wieder 1,25 Supply blocked. Sind heute ein bestimmtes Thema. Ja, ich finde das immer noch ein bisschen früh. Dadurch, dass ich letzte Woche nicht so viel gespielt habe, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich glaube, die wenigsten haben das bemerkt, aber vielleicht mal ein, zwei. Es hätten ja eigentlich noch ein paar mehr Folgen kommen sollen. So, und deshalb, ja, müssen wir mal gucken. Achso, ich wollte eigentlich natürlich jetzt nochmal hier gucken, aber... Also Tippi hat hier noch nichts angezeigt. Also, weder einen Follow noch einen Sub. Also irgendwie... Entweder läuft das heute hier nicht. Oder. Ja. Keine Ahnung. Was steht denn eigentlich im Stream-Titel? Den habe ich heute nicht bearbeitet. So. Steht wahrscheinlich nur Quest to Master, oder? Guck mal nach. twitch.tv/neagorix. So, ja, 1 gegen 1, Quest to Master, ganz normal. Also wie gesagt, eigentlich hatte ich ja gesagt, Livestreams sollen sich immer Themen widmen. Das würde ich auch nach wie vor machen. Aber heute noch nicht. Heute ist nochmal ein bisschen stabilisieren. Man, mich ärgert das. Das Game gerade war eigentlich nicht so schwer. Einfach früher die Roaches bauen sollen. Naja, aber das passiert. Jetzt haben wir ein Not Enough. Das müssen wir übrigens dringend mal ausstellen. Sowas kann ich immer gar nicht haben. Wo konnte man das nochmal machen? Geselligkeit. Wartechannels im Spiel anzeigen. Nee. Status beim Spielen auf D&D setzen. Das wollen wir haben. Das andere lasse ich an. Wenn mich das mal zu sehr nervt, stelle ich das auch aus. Aber. So. Hiervon. War ein Terraner, ne? Eigentlich müsste jetzt mal der Reaper kommen. Der ist schon relativ spät. Komisch hier. Ist überhaupt ein High Ground? Ja.
Aber das lohnt nicht. Aber das lohnt mit Sicherheit nicht. So viele verschwendete Ressourcen. Das macht den Overlord fast es wert. Kann in der Zeit kein WBF bauen. Also das war es nicht wert, was der Gegner da gemacht hat. Mit Sicherheit nicht. Mit den kurzen Supply Block. So. Also mein letztes Game war gegen den Master-Gegner. Ich bin, glaube ich, Diamant 2 oder 1. Aber ich habe halt noch Unstable MMR. Das heißt, da geht es immer noch relativ stark auf und ab. Aber ich glaube, wir haben eigentlich schon die Region gefunden, wo ich aktuell so hingehöre. Hört mal auf hier. Lass mich doch mal in Ruhe. Hat euch doch nichts getan. Wo steckt da sein ganzes Gas hin? Das ist so ein bisschen die Frage. Wir können uns auf jeden Fall hier mal ins Spore. Gleich ist auch hier. So, mit der Morphose ist abgeschlossen. Ups. Das war so nicht geplant. Das ist ganz normal, Bio. Nee, ich wollte den Overlord nochmal bauen. So, einmal einen hier hin bitte. Einmal einen da so hin. Und ihr bleibt erstmal hier. Und wir können uns noch ein paar mehr Marines. PCs. Ja, aber die Factory war dafür eigentlich zu spät, oder? Plus, also das ist ja nun definitiv Bio. Natürlich kann man trotzdem noch darauf gehen. Er hat hier zwei Gas. Aber ist das schon ein Tell für BCs? Ich habe hier kein Banding Mist, ne? Das ist nicht so nice. Das brauchen wir nämlich. So. Ja, Proxy-BCs. Also natürlich möglich, aber nachdem ich das hier gerade einschätze, eher nicht, finde ich. Wir werden aber gleich mal nochmal einen Overlord committen. Und jetzt erstmal ein paar Linge pumpen. Ich habe das Gefühl, wir brauchen jetzt Einheiten erstmal. Wir haben uns hier noch eine Macro-Hedge. Alles nur Marines. Aber ja, Mac Follow-up. Sehr merkwürdiger Spielstil. Komm, lass es doch irgendwo jetzt hier hinbauen. So, nochmal hier so ein Ding. Schlecht. So, wir gehen uns das normale Fernkampf-Upgrades nochmal. Das ist auf jeden Fall mal ein paar Banelinge. Oh, ich habe gar kein Baneling. Doch, ich habe Baneling-Speed gleich. Alles gut. Ja, wo bleiben die denn? Ich habe doch ganz viele gebaut, oder nicht? Da kommt so ein Push. Da kommen die Overlords. Darum. Oh. Oh, das war schade. Ich dachte, da wären mehr Banelinge. Mehr Linge. Waren aber nicht.
Komm, schwing doch mal zu anderen Hatcheries jetzt hier. Geht's denn hier so lang? Hier ist ja gar keiner mehr. Hab mich zu sehr locken lassen, glaube ich, aber wir leben noch. Ich bin nur ein bisschen irritiert, was das hier so wird, um ehrlich zu sein. Das ist komisch, weil die macht jetzt einen Bio-Push, hat da ein paar Tanks dabei, also Bio-Tank-Push, ganz normal. Aber irgendwie... hat er ja einen relativ... einige, zumindest einige... zu viele Baneinge in Tanks. Ah, die Base werden wir wohl aufgeben müssen. Bin ein bisschen irritiert tatsächlich. 2-2 hätte mir halt viel gebracht, ne? Nein, warum sind die denn nicht auf die Tanks gegangen, diese Scheißviecher? Das ist wieder ein unnötiger Loss. Aber es lag einfach daran, weil ich sehr verwirrt war, was er hier macht. Das muss ich mal ganz klar sagen. Habe ich inzwischen eigentlich mal endlich hier die Upgrades in der Forschung gegeben? Ja. Was kommt da unten? Interesting. Endlich mal ein guter Trade. Rotation abgeschlossen. Also ich werde immer noch nicht so ganz schlau aus dem, was er hier mir so anbietet. Nein, sie haben genau nicht connected. Oh, shit. Ja, das war close tatsächlich, aber ich hätte gedacht, dass wir eher connecten. Das alles mit 1-0? Ehrlich? Hallo! Ah, oh, mein Banningness ist tot. What a stray. Das war irgendwie komisch, oder? Ist komplett auf 2 Base geblieben. Ich glaube, wenn ich früher 2-2 für Linge gehabt hätte, aber da haben wir, er hat halt 3 Factories gebaut. So.
Zack. Wir brauchen mehr Mineralien. Haben wir einen kurzen Troll entsorgt. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, aber 30 Mut, das bringen wir halt nichts. Oh nee, er hat den Overlord nicht gebaut. Nee. So. Gut, machen wir halt einen Extraktor-Trick. Zack. Die Minz war nicht das Problem tatsächlich. Das Problem war, dass. Also, er hat. Was er gut gemacht hat, war, dass er sich nicht zu weit vorgewagt hat. Das war zwar zwischendurch sehr knapp. Jetzt nicht im Army-Value, aber wenn einmal die Baning explodiert, hätten wir halt alles vorbei gewesen für ihn. Da war er relativ vorsichtig, aber dass er das komplett auf Two-Base durchgezogen hat, nach dem Early-Game, was ganz merkwürdig war mit den Factories, also das hat mich schon irritiert. Ich hätte mal gerade gucken sollen, was der, welche Liga der so ist. So. Zack. Ja, haltet euch da nicht zu sehr mit einem Troll auf. So was gibt's halt. Oh, Z vor Z. Das hatte ich jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm, um ehrlich zu sein. Aber wir sehen zwei Overlords beim Gegner, also alles gut. Aber dann können wir ein bisschen aggressiver auch unseren Overlord hier gerade bewegen. Weil was soll er denn tun? Was soll er denn tun? Was Roaches gegen Terraner ist aber überhaupt nichts für mich, muss ich sagen. Kann man natürlich machen. Aber Roaches gegen Terraner sind so lahm, wenn der ein bisschen kitet. Oh, da sind Linge auf dem Weg gewesen. Wenn der ein bisschen kitet und, ne, so weiter und so fort. Dann ist das schnell schwierig. Hat er keine Echse hier? Jetzt kommt echt. Doch, hat er wohl, aber er hat trotzdem relativ viele Dinge. Die Banninge. Wir brauchen mehr Overlords. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man splitten wollte zwischen Lingen und Drohnen und dann leider Supply blocked ist, wenn man gerade die Linge bauen wollte. Aber ihr kennt mich. So ist das immer bei mir. So, er hat Linkspeed durch. Wir aber auch. Und unser Banning, das ist gleich da. Ich denke, wir werden gleich mal lospushen. Auf jeden Fall mal mit vier Lingen erstmal, damit wir nicht direkt in eine Banning-Salve rennen. Und dann kommt der Rest hinterher. Aber irgendwie finde ich das noch sehr irritierend. Wo ist denn unser Gegner? Hat sich irgendwo versteckt, oder? What? Du what? Hat er irgendwie Upgrades? Ja. Oh, der war schön. Der war doch schön, der Hit. Achso, warte mal. Wir machen aber jetzt gerade mal Folgendes. Einmal gucken wir uns den jetzt an. Diamant 2. Alles gut, bin ich auch. Um das nur mal zu beantworten von gerade. Und der war echt Dia 2. Naja, gut. So, ich gucke jetzt nochmal einmal kurz. Also hier wurde mir nichts angezeigt. Also vielleicht hat Tippy Stream heute auch leichte Probleme.
dass es einfach daran liegt. Tippy Stream hat am 4. August geschrieben, wir sind unter Angriff. Das Team arbeitet hart daran, sich wieder aufzubauen. Donations funktionieren, aber Alerts sind aktuell down. Und am 5. August haben sie geschrieben, sie machen das nach und nach wieder voll. Also offensichtlich heute, ohne meine Schuld, funktionieren die Sachen nicht. Aber ich denke, das ist heute mal dann einfach so. Kann ich leider nicht ändern. Dann muss ich vielleicht auf den Chat ein bisschen achten, ob ich da was lesen kann. Wird da das angezeigt? Ich glaube nur bei Subs, ne? Schreibt einfach im Chat, wenn jemand subbt, dann bekomme ich das auch mit. Dann kann ich mich dann nochmal bedanken. Das wäre sehr nett, wenn ihr mir da helfen würdet. So. Wieder ein ZVZ. Ja, das Problem ist, ich gucke das halt hier über mein Streamlabs-Chatbot Dings. Auch wenn ich nicht bei Streamlabs die Donations bekomme, habe ich da dieses Tool, um mehrere Sachen zu machen. Und dort wird mir das, glaube ich, nicht angezeigt, weil ich eigentlich das deaktiviert habe. Weil ich das ja über die Follow-Alerts mitbekomme. Man kann das aber, glaube ich, irgendwie einstellen. Das ist nur schwierig, das immer so on the fly zu wechseln. Ja, ja, bei Tippy halt auch. Nur wie gesagt, Tippy aktuell unter Beschuss. Immer an DDoS oder was weiß ich. Vielleicht kann ich das hier irgendwo einstellen. Nee, jetzt auf jeden Fall nicht auf die Schnelle. Hotkeys. Nicht auf die Schnelle auf jeden Fall. Das ist der späteste Pool im ZVZ, den ich jemals gebaut habe. Ich sollte nicht immer solche Sachen nachgucken. Wenn das jetzt wieder ein früher Zergling-Push ist, haben wir ein leichtes Problem. Hallo Forstman, schön, dass du dabei bist. So, hatte ich diese Map nicht gewetot? Ich hatte doch diese Map gewetot, oder nicht? Man muss gleich nochmal nachschauen. Vielleicht habe ich eine falsche Map gewetot. Weil eigentlich wollte ich diese Map wehtun. So, ja, wie machen wir das denn? Dadurch, dass ich jetzt hier, normalerweise würde ich jetzt die ersten Dinge bauen. Ach, mein Pool ist noch nicht so weit. Deshalb, du gehst mal hier so hin. Wir sehen, hier ist eine Hedge First, also alles easy. So, komm, komm, jetzt endlich, na endlich, so. Hier mit drüber, alles hier so hin. Drohnen. Speed. Und dann vergesse ich dafür diesmal nicht den 36er Overlord und dann hat sich das doch alles vernünftig austariert. Da kommt seine dritte Base. Ja, komm, dann nehmen wir die auch. Trotzdem würde ich gleich sagen, wir pushen mal eine Runde. Aber wir holen uns noch mal ein paar Drohnen vorweg. Da kommen seine Linge. Lass die doch Linge sein. So, wir nehmen noch ein paar Drohnen. Und dann gibt es jetzt ein paar Mehrlinge von uns. Das sind etwa nicht eine andere Gattung, die nur mehr lebt, sondern einfach noch mehr davon. Eine größere Anzahl, könnte man sagen. So, wir stellen jetzt mal uns ein bisschen mehr so auf. Und werden gleich nochmal mit Link nach vorne rennen. So. Er hat schon Link-Speed. Ist nicht so überraschend, weil er seinen Pool vermutlich an einer sinnvollen Stelle einfach genommen hat. Ja. Okay. Nee. Jetzt. Go! Zur dritten! Hallo, Inject. Wenigstens ist es noch nicht durch. Suboptimal.
Hallo, Bellynest! Da ist es. Hallo, warum rennt der denn jetzt hier weg? Ah, wir haben die Queen tatsächlich noch bekommen. Das ist schön. Oh, es leben sogar noch irgendwo welche von uns. So. Sind wir doch nochmal los. Sollte mir abgewöhnen, sowas immer unter den Augen des Overlords, des Gegners zu machen. Nö. Ja gut, komm. Ist okay. Warum wollen meine, so viele meiner Einheiten in Selbstmord? Kann mir das mal wer erzählen? Nein! Meint, hier steht auch ein Banling? Die sind gar keine Einheiten. Guck mal, umarmt das Gas. Wie niedlich. So. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh. Könnt übrigens auch alle kommen Einheiten. Halte ich für gar nicht so unklug. Töte die. Sehr gut. Jetzt habe ich ein paar Mal Injects vergessen. Ich hoffe nicht, dass mich das jetzt tötet, weil vorher war echt alles eigentlich ganz dufte. Er wird jetzt natürlich gegenpöllern, das ist klar. Mainbase ist quasi schon leer. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, eigentlich sieht das gar nicht so schlecht aus für uns. So. Unsere Streitkräfte.
So. Ganz schön viel APM hat er. Ja, er hatte auf jeden Fall deutlich mehr Drohnen da. Aber hat ihm ja nicht geholfen. In Farben ist es ganz schwer, die auseinanderzuhalten. Finde ich nicht. Also ich spiele ganz. Also ich will halt immer noch Orange spielen. Seit Anno 1503. Und mein Gegner ist halt rot. Ich mag das gerne so. Natürlich kann ich verstehen, dass Orange und Rot nah beieinander sind, aber ich finde schon, dass man das auseinanderhalten kann. Aber ZVZ ist sowieso immer sehr wir. Aber wenn ich meine Einheiten ausgewählt habe, seht ihr das ja. Von daher soll das eigentlich zumindest damit dann kein Thema sein. Das ist, glaube ich, der gleiche nochmal, ne? Könnten diesmal ein +1-Link-Push spielen. Das ist jetzt echt viel ZVZ hintereinander. Wir hatten ja, glaube ich, im letzten Stream fast nur ZVT und gar kein einziges ZVZ. Das ist heute ein bisschen anders. So, endlich kann ich wieder schreiben. Warum konntest du vorher nicht schreiben? An mir lag es nicht. So. Ja. Das ist ein Overlord und keine Linkflut. Nee, du bist doch lieber da. Hatte ich schon Overlord gebaut? Ich hoffe nicht. Sonst haben wir gleich ein bisschen viel Supply frei. Du bist schon wieder nicht der allerfrühste, ne? Aber ist okay noch. Immer noch. Hedge first. Beim Gegner. Komm. Wir machen den Link-Push. Es war ein bisschen spät, meine Evo-Chamber. Wobei, sollte vielleicht sogar gehen. Da ist wieder seine dritte. Die nehmen wir jetzt einfach mal nicht. Also wir nehmen sie gleich, aber nicht so früh. So, wir nehmen sie jetzt einfach mal. Den wir +1 angedrückt haben. War eigentlich vom Timing gar nicht so schlecht. Ich müsste jetzt eigentlich einen Overlord bauen. Aber wir müssen erst die Echse nehmen. Ich würde sehr ungern das haben, dass er hier rein scoutet. Durch. Man kann halt leider hier abhauen. Das gefällt mir eigentlich nicht an diesem Overlord-Placement, aber hilft halt nichts. Näher ran können wir nicht, wie wir ja gerade gesehen haben. Jetzt kommt nämlich der böse, böse Gegner wieder. Werden angegriffen.
Ich würde gern eben noch eine Queen bauen. Muss ich ganz klar sagen. Hatte ich gerade noch überlegt, ob ich da drauf springen darf. Dieses Plus 1 ist halt so nice. Das ist doch ein schönes Kompliment, oder? Muss ich sagen. Wenn sowas jemand sagt, finde ich schön. Mach mal Nidus Rush. Ja, aber nicht im ZVZ. Außerdem habe ich das letzte Livestream gemacht, da warst du dann glaube ich schon wieder weg. Also, schau dir den noch am besten an. Habe ich glaube ich sogar mehrfach gemacht. War ganz witzig. So, ich nehme nochmal einen Schluck Wasser. Ist das ein Ö oder ein O mit einem Strich? Man kann es nicht so richtig lesen, finde ich. So, ein Protoss in jedem Fall. Puh, ich kann das hier immer noch nicht lesen. Ich glaube, es ist ein Ö. Oh, ein paar Frames heute habe ich gedroppt. Keine Unmengen, aber ein bisschen instabil scheint es heute leider zu sein. Damit entschuldige ich mich natürlich. Genauso wie ich jetzt nochmal an dieser Stelle mich dafür entschuldige, dass ich nicht auf die Alerts eingehen kann, weil sie nicht da sind. Offensichtlich gibt es gerade ein kleines Problem bei Tippy Stream. Da bitte ich um Entschuldigung. Ich hoffe, dass das nächste Woche wieder gelöst ist, aber um ehrlich zu sein, es liegt nicht in meiner Hand. Von daher, ja. Ist das leider so. Oh, der ist aber früh, das gefällt mir nicht. Aber wir sind früh genug, um wenigstens die Hedge zu setzen. Offensichtlich ist das auf dieser Map der Fall. Wenn er jetzt hier nicht in die Mainbase fährt, heißt das, er kennt ihn nicht. Er fährt aber in die Mainbase. Alles okay. So, Nidus Rush gegen Protoss ist auch eher suboptimal, ne? Ich glaube, war vor allen Dingen, weil das unser erstes, möglicherweise unser erstes richtiges ZVP ist. Wir hatten zwar schon eins, aber das war One Base vom Gegner. Werde ich ganz normal spielen. Zumindest es versuchen. So. Ich glaube. Oh, es ist aber, es kann auch ein Strich sein, ne? Man weiß es nicht. Dann wäre es irgendwie so japanisch, glaube ich, oder so. Xanapuku. Oder Xanaputuke. Man weiß es nicht.
So, Queen. Zwei Linge. Und dann gleich den Overlord. Da ist schon einer. Hm. Ah, haben ein bisschen Supply frei gleich. Macht nichts. Wir wollen ja auch hart hochdrohen jetzt. Ist tatsächlich nicht ganz so schlimm, wie wenn man das davor macht. Ja, aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen ärgerlich. Tötet ihn! So. Na komm, tötet ihn! Sehr gut. Eine kleine Linkchen. Hier ist wieder keine Base. Doch. Ein Glück. Und wo ist darauf noch Robo? Ist das eine Full Wall? Nee, ah ja, er hat ja unten den Ding-Dings. Den Adept-Dings. Okay. Offensichtlich ist ein Stalker fertig geworden. Ich hoffe, ich komme noch weg. Die frühe Robo spricht eigentlich gegen das frühe Stargate. Uah, alles gut. Dementsprechend. Nicht die dritte vergessen. Nehme ich jetzt mal noch keine Spores. So, einmal hier hin bitte. Ich hätte vielleicht nochmal vorher einmal in Richtung Overlord Speed investieren sollen. Ja, können wir hier noch. Ja, das auch mal ganz schnell. So. Nicht! Gönnen uns übrigens mal ein paar Linge. Denn er hat uns ja freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht, dass sein Warp-System schon fertig ist. Jetzt nicht direkt ein All-In ist, reicht eigentlich der Count an Dingen, die wir hier haben. So, Overlord Speed ist durch. Ich warte aber jetzt noch ganz kurz auf den Leertech. Die 2 Sekunden mehr können wir auch eben investieren. Und dann hat er wieder volles Leben und kann sich in die Scouting-Situation flüchten. Wir können uns jetzt tatsächlich ein paar Roaches. Er hat schon eine dritte. Okay. Dann können wir auf jeden Fall hart hochdrohen. Hallo. Bitte einmal hier hin. Hier ist ja gar nichts. Schnell! Oh, schade. Das war ärgerlich. Hallo. Einmal dahin scheißen bitte. Danke. So, und eigentlich brauchen wir direkt die vierte. Denn er hat ja schon eine dritte genommen. Ich habe hier immer noch offensichtlich meinen Waypoint nicht richtig. Das müssen wir mal schleunigst korrigieren. Ja, wir gönnen uns jetzt auch tatsächlich trotzdem mal eben hier die Dinger. Dass hier gleich noch die late DTs kommen. Oder das Warp Prism hier zu hart nervt. Brauchen auf jeden Fall hart Drohnen jetzt erstmal. So. Doch, bei den Zerg darf man sowas sagen. Die können das ab. Bei den Protoss würde ich sowas nie sagen, ja. Aber Zerg. So. Jetzt haben wir hier irgendwie 26 Drohnen. Das sind vielleicht ein bisschen viele.
Reise ab. Ich würde jetzt gerne noch mal einmal hier drüber scouten. So, alles gut. Wir pumpen jetzt die Dinger und gönnen uns Sonding. Und Sonding. Und dann gönnen wir uns das doch noch mal einmal. Das Archive. Ziemlich viele High-Templer hier. Creepen. Brauchen dann auch hier definitiv mal einen Macro-Hedge. Denn ihr kennt ja mich. Ich brauche Unterstützung im Macro. 1-0. Davon noch hier ein Ding. So, und dringend hier die Gasgasiere besetzen. Wir brauchen dringend mehr Gas. Und uns das Bayer gönnen? Ja, wir gönnen uns das Bayer. Ich würde jetzt ganz gerne mal einmal so einen kleinen Squad bereit machen, um die Vierte zu snipen, möglicherweise. Wenn sie denn kommt. Wir greifen mal random so ein Ding hier an. Warum auch immer das hier rumsteht. Und müssten uns eigentlich jetzt auf unsere Fünfte vorbereiten. So. Mal dadurch bitte. Nee. So. Dann gönnst du uns hier eine Base. Wir gönnen uns hier solche Viecher. Nein! Das fand ich so gut. Ich weiß nicht, wo er die Base eigentlich nehmen möchte. Hive-Tech ist durch. Das heißt, wir könnten, wenn wir den Dingens hier finden, das Upgrade erforschen. Finde ich ganz knorke. Die bitte nicht. Hallo. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay. So, mein Ling Runway hat nicht so viel ergeben, muss ich zugeben. Dich noch in Auftrag geben und dann ist noch ein Lurker mehr, dann sind wir nämlich gemaxed. 1, 2 sollte möglichst ohne die sein, da kommt er. Hab ich Overseer? Ich fürchte mich. Das kann ich in der Forschung. Man weiß es nicht so genau. Können wir mal einen kleinen Roadrun bei machen. Irgendwie ist meine Einser-Armee ein bisschen schwach auf der Brust, habe ich das Gefühl. Was haben wir denn hier gefunden? My friends. Ich hätte doch irgendwo noch Queens, oder? Ja. Das müssen wir auf Kriecher
Oh, Carrier, das ist eben schön. Was macht ihr denn hier? Unsere Streitkräfte werden. Oh, Mothership. Mothership ist kacke. Hatte ich nicht irgendwann meine Overs hier hingeschickt? Hier sind sie doch. Tot. Suboptimal. Wo sind denn meine ganzen Einheiten hin? Alle gestorben. Ist 3-3 wenigstens jetzt durch? Ja. Nicht mal volle Upgrades, ja? Ah, vielen Dank für den Follow. Das geht offensichtlich. Alter! Die Storms kann ja noch mal gar nichts machen aktuell, ne? Problematisch, ich habe ganz schön viele Roaches gerade. Aber keine Hydras. Storms haben es mich halt gekostet. Ich kann ganz klar sagen, ich kann überhaupt nichts gegen Storms machen. Und jetzt hat er halt genug. Jetzt hat er definitiv genug Carrier aktuell und ich habe keine Eco. Also eigentlich ist meine Eco gar nicht so schlecht, aber wir haben halt Ressourcen verbraten. Noch und nöcher. Und jetzt hat er hier, genau, jetzt hat er sogar schon wieder ein Mothership. Und meine ganzen Overseer sind wieder nicht da. Wo kommt ihr denn schon wieder her? Sagt der Carrier-Dude.
Tja, so. Easy, würde ich sagen. Nee, das war's definitiv nicht. Ja, aber schön. Windows meldet sich zu Wort. Warum meldet sich Windows zu Wort? Ist das das blöde Update, was ich auch installieren musste heute, was wieder alles zerstört hat? Vermutlich. So, ein Terraner. Also ich hatte zwischendurch schon definitiv gedacht, ich wäre tot. Ich habe echt viel gegen die Storms gefressen und dann leider zu viele Roaches und zu wenig Hide, was ich schon durchgebaut. Aber gut. So. Ja, ist es. Es ist sehr schwierig in StarCraft 2 generell reinzukommen und wenn man dann noch keine RTS-Erfahrung hat, noch ein bisschen mehr. Aber ich hoffe, du lässt dich davon nicht abhalten, denn StarCraft ist eines der besten Spiele der Welt. Für mich sogar das beste Spiel, definitiv. Schon so viele schöne Stunden in StarCraft erlebt und so viele Rage-Momente. Das darf man auch nicht unter den Tisch kehren. Aber es ist ein Spiel, definitiv, in dem man zu Emotionen kommt. So. Ja, der davor, der Zerg, war ja. Okay, der war eher verzweifelt als tilted, ne? Aber ich habe definitiv das Gefühl, wir sind auf unserem Niveau hier durchaus richtig. Also, ich glaube nicht, dass ich besser bin als die Gegner aktuell, die ich kriege. Aber heute geht's ja noch wieder um den Raid. Das heißt, gegen Ende des Streams wird's wieder richtig kacke. Ja, dass der Toss das jetzt hatte, war klar. Ja, aber wie gesagt, lass dich davon nicht abschrecken. Es kommt auch bestimmt irgendwann mal die Anfängerserie auf meinem Kanal. Das, um das ein bisschen näher zu erklären, ist inzwischen schon ein Running Gag. Das kündige ich nämlich schon seit 2 Jahren an. Aber ich mache gute Fortschritte. So. Ich hoffe, dass sie demnächst kommt. Ich habe heute wieder weiter was dafür aufgenommen, auf jeden Fall. Na komm, Pool, werd fertig. Das Gefühl, dass ich mit dem Pool immer leicht spät habe, ne? So, der Veteraner, ne? Ja. Das war er. Mal alle meine Linge bauen in der Main, das ist auch interessant. Habe ich, glaube ich, selten. So, wie spät ist das eigentlich? Viertel nach 8. Heißt, wir streamen jetzt eine gute Stunde. Ja, mach noch mehr so einen Quatsch hier. So, ist der Nico denn noch da? Ist die spannende Frage, die sich mir stellt. Oder hat er wieder die Forderung gestellt und ist dann abgehauen? So. Ja, vom BER werde ich ja wohl fertig sein. Also zumindest in der ersten Veröffentlichungswelle. Vielen Dank für den Follow an Doom MC Ohr 3 oder so. Ist der Nico schon wieder abgehauen, so wie das aussieht? So. Das, obwohl ich jetzt wieder eine Nidus All-In spielen wollte. Immer haut er ab, wenn es am spannendsten ist. 3, 1, 2, 3. Leertech, Leertech, Leertech. Und ein Godrun. Und nochmal Drohnen. Und wir müssen mal einlegen nach vorne. Oh, da sind schon die Aliens. Nein, bitte auf Creep bleiben.
Nee. Immer diese häufigen Supply Blocks von mir, das ist nicht gut. Okay, komm, wir können uns nochmal 4 Drohnen, weil ich habe echt wenig Drohnen. So, einmal noch injecten hier bitte und dann alle bitte einmal hierhin abhauen. Echt ein bisschen wenig Einheiten hierfür. Also vor allem wenig Roaches. Das ist jetzt ein bisschen schade. Weil ich gerne hier nochmal einen neuen gebaut hätte. Er hat es leider auch mitbekommen. Er hat nämlich da gerade alles eingeladen. Oder? Nee. Könnte sein, dass das Ablenkungsmanöver mit dem Overlord, was eigentlich gar nicht so geplant war, um ehrlich zu sein, ganz gut funktioniert. Ah, er hat die Main einfach evakuiert. Wo war der Widow Mine? Wenn man das vor Stim kriegen, wäre natürlich richtig geil. Fuse sie doch! Okay, irgendwie kommen keine Roaches nach. Weil die einfach hier unten stehen. Gut! Dann steht halt da unten. Nach unten abgehauen? Nein, bist du nicht. Schade eigentlich. Oh, wir sollten das vielleicht mal gerade mit erforschen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, würde ich mal behaupten. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir brauchen mehr Mittel. So, schon wieder Nidasol gespielt und Nico hat es nicht gesehen. Ha, ärgerlich, Nico. Ich hoffe, du siehst es in der Aufzeichnung. So, mir gefällt das überhaupt nicht. Wir haben jetzt hier so viele Wins hintereinander. Das wird gleich wieder so auf den Sack geben. Das ist ja immer so. Immer ein Auf und Ab der Gefühle. Ein Donnervogel, ein Prodos. Das Schöne bei Zerg ist irgendwie, dass man am Anfang noch mehr rumspammen kann und den Chat lesen kann, muss ich echt sagen. Klar, ich vergesse hin und wieder mal den Pool. Aber bei Protoss ist es mehr mit dem Gebäude bauen, da muss man sich irgendwie mehr konzentrieren, als wenn man mal eben nebenbei nonchalant was macht. Ich werde wohl nicht jetzt in die Master kommen. Wir sind ja in Diamant 2, nicht Diamant 1. Das heißt, der Weg ist noch lang und da bin ich mir ziemlich sicher auch sehr steinig. Ich glaube nicht, dass ich aktuell darüber über genügend Skill verfüge, um da reinzukommen mit Zerg. Würde, glaube ich, aktuell selbst mit Protoss sehr schwierig werden.
Wann wirst du eigentlich wieder normale Random Streams machen? Ja, normale Random Streams gab es ja schon ewig nicht mehr. Ich habe ja davor immer Proto-Streams gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich random... Ist halt was... Ich verstehe das. Das ist schön anzusehen. Aber es ist etwas, was sehr frustrieren kann. Gerade wenn man längere Zeit am Stück spielt. Denn... Ja, irgendwie ist man mit keiner Rasse richtig warm gespielt. Also, im 2 gegen 2, kein Problem, da geht's ja um eh nix. Klar, im 1 gegen 1 geht's eigentlich auch um nix, aber es ist irgendwie schon wieder was anderes. Bestätigt. Oh. Übermittle automatisch Dank. Man kann Nachrichten schreiben. Ja, kann man. Vielen Dank, Alpha Teek. So kann man auch zeigen, dass der Sub durch ist. Man muss die Nachricht bestätigen quasi, wenn man das geteilt haben will. Vielen Dank. Auf jeden Fall für den Sub, habe ich ja vorhin, glaube ich, schon mal gesagt. Aber jetzt hast du es auch vernünftig eingeblendet bekommen. Da ist der Gegner. Aber ich glaube nicht, dass er hier Kanonen platziert hat, oder? Sieht nicht so aus. Genau, man muss auf Teilen klicken, damit das sich eben auch teilt. Ja, hätte damit gerechnet. So, aber vielen Dank dafür. Ich glaube, das war ziemlich laut. Jedenfalls kam mir das so vor. Aber dann sind wir alle mal ein bisschen wach geworden. So häufig kommt es ja nicht vor. Von daher. Alles gut. So, drei dahin. Na, eigentlich muss hier noch einer hin. Da ist der Nexus. Hat er hier? Hat er hier oder hat er da? Oh, später Cybercore. Das heißt, wir scouten mal hier. Es war Nexus First, glaube ich sogar. So spät wie der Cybercore ist. Heißt aber für uns, wir kriegen einen Free Scout. Ja, das war definitiv ein Nexus First. Aber das ist so ein bisschen was, was ich natürlich mitnehmen kann. Das, ich weiß ja, wie man gegen Zerg spielt. Und also, da kenne ich mich akzeptabel mit den Timings aus. Muss ich sagen. Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil, den ich hier habe. So, also wie gesagt, normale Random Streams wahrscheinlich nicht in absehbarer Zeit. Auch nicht nach Ende dieser Serie, weil nach Ende dieser Serie spiele ich entweder weiter Zerg oder erstmal wieder Protoss. Zumal sich diese Serie durchaus so ein Jahr hinziehen kann. Da bin ich mir eigentlich ganz, da bin ich ganz positiv, dass das auch so sein wird. Also das erwarte ich nicht, dass ich das innerhalb von 50 Folgen schaffe, wie damals in der Serie, wo es ja dann 40 Folgen gedauert hat mit Protoss. Aber da war ich ja vorher schon mal mit Protoss Master. Das heißt, da habe ich ja schon über das Potenzial verfügt. Mit Zerg war ich ja noch nie Master. Da wird das dementsprechend auch ein bisschen länger dauern. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Ich bin ja ein großer Fan von Overlord Speed. Ich frage mich immer, warum das so wenig Zerg erforschen. Klar, es kostet viel Gas. Aber hey, am Anfang hat man das Gas doch, oder? Klar, wenn man jetzt schnell auf Hydras rusht, fehlt das wahrscheinlich, ne? Ich denke, das ist der Hauptgrund. Aber naja, so. Gleich gerne zwei davon bauen. Hab ich einen Roadrun gebaut? Nee. Das sollten wir auch dringend mal in Auftrag geben. So, da ist das Oracle. Auch das war vom Timing her eigentlich ganz gut im Spawn. Nur das Placement muss ich nochmal gucken. Aber auch damit hatte ich ja quasi gerechnet. So. Du machst nochmal einmal hier hin und dann gehst du hier mal kurz rüber. Und wir gönnen uns hier noch so ein Ding und wir holen uns hier den Leertech. Nee, brauchen wir gar nicht. Wir haben ja schon einen. Wusste ich natürlich. So, einmal Drohnen hier und einmal bitte ein Spore hier. So, dann gehst du mal hier hin und kotzt da mal eine Runde aus. Sonding. Oh, da ist aber der frühe Dritte. Gefällt mir jetzt nicht so besonders, muss ich sagen. Das muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Bin zwar für ein Makro-Game definitiv zu haben hier. Aber die ist mir doch sehr gierig, mein Gegner hier. Was ist hier eigentlich los? Ich finde das selbst immer wieder bei mir erstaunlich, wie man doch irgendwie das Gefühl dafür hat, so abzuziehen, dass da am Ende noch 16 Drohnen stehen, ne? Das ist irgendwie irre.
So. Einmal Overlords durchhauen. Vielleicht sollte der hier nochmal einen Dings bauen, um hier nachher nochmal mehr Queens rauszuhaben. Machen wir halt neue. Also drei Oracles hat er jetzt ja auch verloren. Trotzdem war es das definitiv wert, keine Frage. Aber wir brauchen einfach neue. Flieg doch nochmal hier rein, bitte. So. So. Hör doch auf, immer meine Overlords anzugreifen. Ich hab nicht mehr so viele. So, letzte Drohnenrunde. Wenn er jetzt gleich auf Mars Dingens geht, müsste ich eigentlich noch einen Spore für jede Eco-Line bauen, ne? Machen wir aber nicht. Das ist erstmal nur Halluzination. Brauchen uns erstmal nicht weiter zu kümmern. So, Mackage und... Ich weiß aber nicht, wo ich die vernünftigen nächsten nehme. Ich habe jetzt ja beim letzten Mal die da unten genommen, aber so ganz geil finde ich das nicht, muss ich sagen. So, wir wissen ein bisschen wenig, finde ich. Müssen eigentlich jetzt ganz schön viele kommen. So, da kommt wieder eine Halluzination. Ah, ich hätte gerne 1-1-1. Spricht leider für relativ viele Ehreinheiten mit dabei. Und natürlich die Arkens profitieren da auch von. Ich ganz gerne ein paar Lurker mit dazu ziehen. Sobald wir können. Das dürfte jetzt der Fall sein. Jetzt. Oh, das dauert ja ewig. Ich dachte, das wäre das gewesen, aber war es nicht. Schade. Zwei Upgrades durch. Schade, das wäre eigentlich eine ganz geile Position gewesen. Kommt man hier durch? Ja, ne? Man Umweg schon. Warum habt ihr eigentlich komplett aufgehört, euch ins Abenteuer zu stürzen? Das ist eher suboptimal. Kommt, werdet fertig! Recon.
Injects sind mangelhaft. Wenn wir die High Tempter mal eben snipen würden, wäre geil. Auffüllen, um auch wieder einen vernünftigen Meat Shield zu haben. Ja, das Problem ist, dass der Zerg, dass der Protoss echt gut gemeint hat die ganze Zeit. Das wird vermutlich mich das Spiel kosten. Aber ich fand, das war eigentlich ein ganz schönes Spiel. Und noch ist es ja nicht vorbei. Oh shit, ich habe, glaube ich, gerade Probleme gemacht. Drei habe ich irgendwie gar nicht erforscht, ne? Das sollten wir mal schnell ändern. Oh, das ist ganz schön kacke. So, und ihr bitte hier runter. Das macht er zugegebenermaßen leider ziemlich gut. Zumal ich mir das eigentlich nicht erlauben kann, so viele Einheiten quasi abgestellt zu haben. Dass er hier nirgendwo steht. Ich mal irgendwie was gesagt wegen Storms, die ich noch nicht so gut dodgen kann. Ich glaube ja, ne? Oh, jetzt kommt er hier zum Gegenangriff. Also ich sehe das in meiner Main, aber es kommt halt nichts dagegen. Das hat er gut gemacht. So, ja, der hat auch am Anfang einfach viel zu viel Ego gehabt. Wir sehen das hier, er war eigentlich in der Eco fast immer vorne. Und das geht halt als Zerg nicht. Das war das Problem. Die Trades waren halt auch gut von ihm, keine Frage. Aber das Problem war, dass er sich halt so viel Armee leisten konnte. Ich hätte da früher was machen müssen. Das ist allerdings auf dieser Map auch ein bisschen schwierig, muss man sagen. Dadurch, dass der Protoss die dritte for free kriegt. Was natürlich ein valides Map-Argument ist da. Aber dadurch macht das ein bisschen die nachher komisch. Ne, die hatte ich gewählt, tot. Ich wollte aber eigentlich auch die gewählt, tot haben. Ich weiß, es ist da nicht die wir gerade gespielt haben, aber die wollte ich trotzdem gewählt, tot haben. So. 20.37 Uhr schon. Ich denke, der nächste Sieg würde schon die letzte Partie von mir bedeuten. Aber das kann ja natürlich noch ein bisschen dauern. Danach könnte es allerdings sein, dass es ein Community-Game gibt, je nachdem, ob ihr mitmachen wollt oder nicht. Ich mache mal so hier. Jetzt hat mir Windows irgendwie was vorgeschlagen. Ich drücke das mal weg. Ich hoffe, mein Computer fährt nicht herunter. Dann könnt ihr euch schon mal in den Channel Nergorix versammeln, um beim Community-Game nachher dabei zu sein, wenn ihr möchtet. Wie das geht, steht jetzt im Chat. Das zählt nicht als Sieg, muss ich an dieser Stelle sagen. Denn das war ja ein Flügel. Aber er hat gut APM gespammt, muss man ihm sagen. Und das war so schnell, das ist, glaube ich, der gleiche nochmal. Ne, ist ein anderer. Aber wieder ZVZ.
So, einfach zur Not ein paar Niago Versus machen. Ja, nee. Heute nicht. Also nochmal, um das klarzustellen, der Sieg muss natürlich hier fair erkämpft sein. Und nicht einfach ein geschenkter Sieg oder der Gegner droppt raus. Auch das wäre, wenn ich da nicht quasi schon gewonnen habe, ein bisschen blöd. Wahrscheinlich hat er irgendeinen Fehler gemacht. Möglich. Oder er wollte einfach kein ZVZ spielen. Hat am Anfang, den Anfang quasi schon gemacht, hat dann geguckt, was ist mein Gegner. Oh, der ist jetzt Zerg. Ist rausgegangen. Das ist die Alternative. Achso, er ist jetzt ZVZ. Das heißt, wir können natürlich unsere Overlords wieder ein bisschen anders schicken hier. So. Fahr mal raus. Zack. Und ein Gasgasier. Und dann gleich unseren schönen Brutschleimpool, wie er so schön auf Deutsch heißt. Wahrscheinlich müsste ich den auch noch taktischer setzen, aber seien wir mal ehrlich, wenn es hier zu frühen Link-Shenanigans kommt, habe ich eh ein Problem. So. Gerade für einen kurzen Moment die Halluzination gehabt, dass da der Queen vorbeigelaufen ist. Das wäre aber gar nicht machbar gewesen zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, weil diese Tentakel des Overlords so komisch irgendwie da waren. Keine Ahnung. Ich sehe Queens. Das ist nicht gut. So, mal gucken, was für einen komödiantischen Effekt unser Gegner uns präsentieren möchte. Wann ist denn meine Natural endlich fertig? Danke. Oh oh. Ach, so, okay. Aber es war, glaube ich, Pool First, oder? Ich muss jetzt mal noch mal ein paar Mehrlinge. Und noch ein Overlord. Wo stellen wir den denn mal hin? Wir stellen mal den da hin und den dann lieber hier so hin. So. Und nehmen eine frühe Dritte. Heute sind wir mal der mit frühen Dritten rumeiert. Ob unser Gegner das macht, sehen wir tatsächlich gerade gar nicht. Vielleicht ein bisschen suboptimal, gebe ich zu. Positionieren dann doch mal den dorthin und dich dahin. Und dann dich lieber dorthin. Kleine Overlord-Umschichtungen. Oh, ich muss niesen. Das ist suboptimal. Oh. Metamorphose abgeschlossen. Ah, so. Immerhin konnte ich niesen. Schlimmste ist, nicht niesen zu können. Das war glücklicherweise nicht der Fall. Okay, er hat auch seine dritte. Und wir wollen dann auch mal hier ein bisschen die Gasgasiere nehmen. Außerdem wollen wir den auch gerne mal vertreiben. Gleiches hat er leider bei uns vorgehabt. Aber unsere Natural ist gleich fertig. Natural sage ich schon, unsere dritte. Glücklicherweise unsere dritte und nicht unsere Natural. Sonst wird das ein bisschen suboptimal. Oh, da kommen mal ganz schön viele Dinge. Das sehe ich aktuell nicht, wie wir das halten sollen. Aber die dritte halten wir auf jeden Fall nicht. Aber ich kann ein bisschen versuchen, Zeit zu kaufen. Aber ich war halt wieder ein geiler Supply-Block. Ja, die dritte verlieren wir. Da führt kein Weg dran vorbei. Oh, ich bin schon wieder Supply Block. Jetzt kommt doch mal. Ja, wenn die Queen fällt, ist gar nicht so schlimm gerade. Das
Im Hintergrund könnte die Queen schießen. Die Queen schießt. Also, ich bin ziemlich sicher tot. Aber wir probieren es natürlich noch. Ja, das ist auch wieder so ein Punkt. Wo das blöd ist, dass die dritte hier so ungünstig steht einfach. Wobei eigentlich wäre es für mich sogar gut gewesen zur Defense. Warum ist meine dritte nicht auf Mordkey? Injects. Oh, jetzt habe ich Overloss mit aufgenommen. Egal. Hilft ja nix. Ich hoffe, hier ist nicht auch noch eine Base. Oh, Mutas, geilo. Nicht immer hier aufhalten lassen. Ja, lasst uns einfach alle bei diesem Overseer vom Gegner versammeln. Ja, der Supply-Block am Anfang hat mich wieder getötet. Wie eigentlich, seien wir mal ehrlich, jede Partie. Er war halt am Anfang, er war halt auch hart Supply-Block nachher, aber mein Supply-Block war halt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Und jetzt dann mit dem Dings durchgekommen. Supply-Block appear.
Neuen Follower. Vielen Dank für den Follow. Ist das schon wieder ein ZVZ? Ne, ZVT. Okay. Vielleicht können wir heute ja mal oder jetzt mal Link Banning Corruptor spielen, denn das habe ich heute, glaube ich, noch gar nicht gespielt, obwohl ich das immer so gerne mache. Mal gucken. So, du kommst hier hin. So. Da wollen wir noch mal gucken, was sich hier so machen lässt. Im ZVT. Ja, mal gut, lag der Fun schreiben noch 2 Minuten. Aber ist ja noch nichts passiert, dann ist das noch okay. So. Und ja, immer das Schöne ist, dass man am Anfang als Zerg diese Linge hat. Klar, man muss sie nicht bauen. Doch viele Leute, die das eben nicht tun. Oh, da war aber schon ein böser, gemeiner Marini. Habe ich doch schon gesehen. Das heißt, er hat den Dingens geskippt. Schnell noch hier was bauen. Wie viele Marines er gebaut hat. Immerhin sind die Queens noch im Bau. Eigentlich dürfte ich genug Overlords gebaut haben, oder? Noch einen bauen inzwischen. Aber das heißt, der Reaper kommt am Anfang erstmal nicht. Weiß auch gar nicht, vielleicht ist das keine gute Reaper-Map. Doch, eigentlich schon. Eigentlich können wir gut Reaper spielen. Hat aber nicht. Und das ist zu akzeptieren, gefälligst. So, Linkspeed ist durch, könnte man sagen. Wir müssen mal einmal kurz hier reinfliegen. Und hoffentlich schnell genug da raus, denn ich würde den ungern auch noch verlieren. Ah, hat auf jeden Fall hier noch nichts platziert. Trotzdem noch eine Drohnenrunde. So, ich denke, wenn da jetzt gleich nicht noch was kommt, müssten wir dringend noch mal ein paar mehr Einheiten pumpen. Das machen wir jetzt auch mal. Eigentlich ist eine Wall gar nicht so geil, ne? Naja, jetzt ist sie ja da. So, mehr würde ich sehr ungern nur bauen. Mache ich trotzdem. Weil das irgendwas ganz Ekliges ist, das sehe ich. Das ist doch hier alles One-Way, so wie ich das sehe. Nee.
Jetzt kommt die Echse. Sehr merkwürdig. Ist auch ein Orbital. Müssten eigentlich jetzt in Erfahrung bringen, ob das Bio oder Mech ist, ne? Okay, ich habe die Antwort gefunden. Greens! Ich habe doch ganz viele Greens. Greens, kommt doch jetzt mal her hier. Wo bleiben denn meine Greensies? Okay, meine Greensies wollen nicht. Der wollte auch nicht mitkommen. Finde ich ein bisschen schade. Das ist wieder diese Map hier, ne? Weil man da wieder einfach alles zuholen kann. Ja, ist gelaufen, muss man mal sagen. Ein Link für die Widowmine. Warum lebt denn hier schon wieder ein Tech Lab? Ich finde mich schon mal wieder gar nicht. Danke für den Follow. Nein! Ja, da brennt halt nicht alles, ne? Das ist das Kack-Ding.
brauche echt viele. Wenn diese andere Dings da brennen würde, das wäre halt sau nice. Tut sie aber halt einfach nicht. Warum baut er die denn alle da? Baut die doch nicht da. Wir haben doch kein Geld. So, ihr könnt auch bitte mal hier so hinfliegen. Hau die doch bitte hier, die Overlordies. Haben wir irgendwo noch Overlordies? Ich weiß es nicht. Alter, wie viele Overlords wir hier brauchen. Jetzt haben wir keinen Pool mehr. Das ist kacke. Buddel! Nee, 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 nee. Na, was ist denn jetzt hier los? Hallo? Irgendwo kommt jetzt Musik hier auf einmal. Mittendrin fällt Ihnen die Musik an. Wo bleibt der zweite Corruptor? Ich will eigentlich ungern. Ach, fuck. Tötet das Vieh! Komm mal her. Nicht! Flieht doch, ihr Narren! Zwei Corruptor. Kommt, meine Corruptorchen. Wir brauchen euch. Raptorchens! Raptorchens! Nein, ihr habt es nicht getötet! Warum nicht? Bam, Junge! So, wer so eine Scheiße spielt, hat auch ein Offenses GG Well Played von mir verdient. So. Ich hoffe, er raged jetzt zurück.
Jetzt schauen wir mal, ob es ein Community-Game gibt. Achso, für die Aufnahme natürlich jetzt erstmal Quest to Master. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts wird es voll klicken. Unten ist der Aspekt von mir und dann wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.